Das ist ja unser Thema in den letzten Monaten, bundesweiter Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Heute, ganz aktuell, hat der Bundestag mit CDU und FDP dies abgelehnt bzw. eine Leitlösung beschlossen. Sie wollen nur einen bundesweiten Erinnerungstag in Deutschland festlegen. Das hat die FDP verhindert und diese Leitlösung wird den Interessen und dem Engagement der Vertriebenen in keiner Weise gerecht. Wir haben einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, auch an den Außenminister und wir werden trotzdem einmal noch nachlegen und nachfragen, warum das so nicht gekommen ist.